Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. Letzte Folge sind wir hier hochgeäumelt, da ist das Flugfeld, wir wollen sogar nach da hinten, das schaue ich aber nochmal, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, oh, erstmal hier Rast und verdammt, der Dosenöffner ist ja immer noch ruiniert und da er ruiniert ist, können wir ihn nicht mehr reparieren, schmeißen wir ihn gleich weg. Wir haben ja eh nicht viel Verlust, wenn ich jetzt hier das hier jetzt aufmache. Na, das kleine bisschen können wir uns verknusen. Ach, so. Wie viel haben wir verloren? Na, also, das ist wirklich marginal. Also, ist jetzt nicht so höllisch viel, dass ich jetzt sagen könnte, ach Gott, ich verhungere jetzt die nächsten 3 Meter. Außerdem haben wir ja noch 3 Dosen da. Lecker Schmecker. Nimm dein Gewehr raus, Harry, und dann abfort. Zum Glück haben wir Handschuhe an. Weil das kann ich ohne Handschuhe überhaupt nicht empfehlen. Sogar mit Handschuhe vielleicht nicht. Könnte trotzdem irgendwann mal heiß werden. Meine Hände stehen in Flammen und ich mache trotzdem weiter. Ein Wahnsinniger. Oh, vorsichtig. Nein. Das ist so gefährlich. Ich hasse das. Ich hasse das. Gut, So, also. Wir sind jetzt da. Also, wir sind jetzt hier, würde ich jetzt mal schätzen. Die Militärbasis ist wo? War doch da oben noch eine, Moment. War das die Militärbasis? Ja, das hier ist, glaube ich, die Militärbasis. Jo, weil das ist auch so eingekreist. Normalerweise sollte das die Militärbasis sein. Oder? Normalerweise ja. Also das heißt, wenn wir jetzt hier sind, wir nach da oben wollen. Westen ist ja da, also West, Nordwest, würde ich jetzt mal so sagen. West, Nordwest von hier aus. Ich schaue dann aber später nochmal trotzdem nach. West, Nordwest. Ich sehe es nicht gescheit. So, wo ist Norden da? Norden, West, Nordwest ist. So. Also so circa in diese Richtung. West, Nordwest. So. Chaka, dann Chaka und hey, so, Abfahrt. Dann machen wir uns mal hier wieder auf den Weg zum Militärloot. Hoffe mal, dass wir jetzt nochmal ziemlich zügig vorankommen und einige Kilometer zurücklegen. Hier muss ich jetzt ein bisschen schauen, nicht, dass wir über das Ziel hinausschießen. Das kann in DayZ so leicht passieren, dass man einfach... Man läuft und ist halt gerade so im Fluss, na, ihr kennt es ja. Und dann plötzlich schaut man auf die Karte und denkt so, shit, sind 20 Kilometer zu weit gelaufen. Gefühlt natürlich. Stellt euch das mal vor, in echt, ihr lauft und sagt, ja, da muss ich hin, ist halt schon ein schöner Weg, lauft weiter. Hättet irgendwo abbiegen müssen, lauft immer noch weiter und dann Karte, shit. Mit 20 Kilometer zu weit gelaufen. Da denkt man sich auch, na dankeschön. Ganzen Tag verplempert. Eine Scheune, die ist lustig. Eine Scheune, die ist schön. Aha, mal sehen, ob das jemand kennt. In abgewandelter Form natürlich. Ich wette eher, das kennt kein Schwein mehr. Weil das so alt ist, nicht so ein alter Sack bin und V. Hier, so circa, laufe ich noch richtig? Ah, da muss man es öfters mal Also, wir wären auch schon totgeschlagen, ganz ehrlich. So oft, wie wir gegen Bäume schon gelaufen sind. Dusch. Alle 10 Meter Baum. Gefühlt. Muss ich sagen, gefühlt. Na, wir sind aber bald da, wo ich gehofft habe, dass wir hinkommen. Das
Das ist schön. Wenn wir jetzt halbwegs noch überleben, das wäre natürlich awesome. Das wäre wirklich schön. Überleben. Krä. Da hinten. Ich glaube, das ist das Flugfeld des Links. Also das sollten wir ein bisschen noch so circa laufen. Weil wir brauchen ja nichts vom Flugfeld. Das haben wir ja schon in der letzten Folge geklärt. Na, also es gibt zwar da auch ein bisschen Waffen und ein bisschen Munition, na, aber halt kein Maschinengewehr jetzt beispielsweise oder keine gescheite Kampfhose, Kampfweste und so weiter und so fort. Ich will ja wirklich Sachen, die uns weiterbringen und nicht wieder das Letzte vom Letzten. Und davon auch den Rest sozusagen. Das mache ich nicht, weil, na, es ist halt nicht spannend, A, na, und B, es ist halt wirklich Zeitverschwendung, na, im Prinzip. Klar kann man immer noch Glücksgriffe mal machen, dass man ein Maschinengewehr oder irgendwas rauszerrt, noch sozusagen. Aber das ist trotzdem auch in DayZ recht selten, weil die meisten ja wollen ja überleben. Und die suchen sich dann ihr Zeug schon zusammen alles und nehmen halt wirklich ziemlich viel mit. Bis alles eigentlich von den wichtigen Gegenständen jetzt. Essen jetzt sage ich, okay, bleibt öfters mal was liegen, aber von dem her nicht, na, nicht so viel. Oh, was ist denn das? Da können wir mal reinschauen. Wow, hat sich gelohnt. Ne, was war da? Oh, hey! Hat sich voll gelohnt. Wow. Da hinten ist ja das Flugfeld. Wir wollen aber so gerade durch. Hoffentlich werden wir hierbei jetzt nicht entdeckt. Weil Schutz hat diese Position überhaupt nicht. Nee, da laufen wir jetzt schön vorbei und dann sollte es theoretisch da hinten was Schönes für uns geben. Und was Schönes meine ich Militärbasis technisch. Ja, da sollte es was Schönes hoffentlich für uns geben. Da muss es was für uns geben. Nicht sollte, muss. Nicht, dass wir hier weiter mit unseren Sperrmüll rumäugeln. Das kann man echt schon fast bezeichnen, unsere Ausrüstung. Sperrmüll. Schön. Naja. Irgendwie werden wir schon hinkommen. Lebendig und wieder zurück, hoffentlich. Aber es bringt ja nichts, wenn wir gleich wieder 5 Meter gehen und dann gleich peng, 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 peng. Oder Zombie, 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 tot. Wieder dieser blöde Regen. Ich hoffe, der hört gleich wieder auf. Nicht, dass wir hier gleich gar nicht mehr laufen können. Weil das Zeug jetzt hier durchnässt ist, aber es scheint noch zu gehen. Scheint noch zu gehen. Aber allein die Sachen, alles ruiniert. Ärgerlich. Außer die Waffen. Die Waffen sind alle abgenutzt nur. Obwohl die eine ruiniert war, nicht ruiniert, es beschädigt war, komischerweise, aber die ist jetzt wieder nur abgenutzt. Nicht beschweren, nicht beschweren. Über sowas ganz besonders nicht beschweren. Schon wieder Durst. Hey, also langsam, langsam. Sollten wir doch irgendwann wieder mal einen Brunnen finden. Naja, die Flasche trinke ich jetzt mal komplett leer. Zieh, Junge, auf X! X, 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 X! Nein, nein. Los, die Flasche ist noch nicht leer! Trink die Bulle leer! Boah, schön, jetzt sind wir auch durchnässt. So, da laufen wir jetzt hier mal durch. Also normalerweise, wir sollten es auch langsam sehen. Sollten. Betonung liegt wirklich auf sollten.
Also die Richtung passt noch. Mal schauen, weil es ist trotzdem was anderes als jetzt hier. Ja, so. Nordwesten eher so. Wir müssen trotzdem noch ein kleines Stückchen nach Nordwesten. Ah, ohne Kompass wäre man echt hier in der Wildnis verloren. Das wäre einfach fürchterlich. Klar, man würde so auch irgendwie durchkommen. Aber es würde wahrscheinlich sehr viel länger dauern. Hey, es hat aufgehört zu regnen. Schön. Boah, dieser Wald. Dieser Wald ist so grenzenlos groß. Aber dass so viel weit noch kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich glaube fast, die ist noch ein bisschen in der Richtung nach da vorne. Wenn ich einen Ort auf jeden Fall finde, schaue ich mal auf die Karte. Nicht, dass wir uns hier verapfeln. Wey. Nichts drin, oh. Ein Hammer, wey. Was ist das? Eine Bomberjacke. Hat die mehr? Die hat 30 und was hat unsere? 42. Ah, das mache ich echt nur wegen dem Platz nur. Aber wir werden keine bessere eigentlich finden als... Also platztechnisch ist, denke ich, echt die beste, die Notarztjacke. Vielleicht noch die Feuerwehrausrüstung, dass die ein bisschen mehr Platz hat. Das könnte ich mir vorstellen eigentlich noch ganz gut. Aber ansonsten... Ich denke nicht mal, die Militärausrüstung hat so viel Platz. Hey, was haben wir hier denn? Ein Schraubenzieher. Hey. Genau das brauchen wir. Brauchen mehr Schraubenzieher. Gute Frage, wo wir sind. Schienen. Das ist gut. Also das heißt, dass wir nicht komplett falsch gelaufen. Da haben wir noch nicht die Schienen überquert. Das ist gut. Das ist gut. Ja, schön alles abschauen. Da kommt eine Straße, das ist gut, okay. Das hat schon mal gepasst. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir jetzt da sind, aber auf der anderen Seite. Hä? Hier ist eine alte Burg. Schauen erstmal in das Haus, aber... Hä? Also bis jetzt habe ich auch jetzt noch keine weiteren Zombies gesehen. Ah, hier ist offen. Brauchen wir, denke ich, nicht hochschauen, oder? Jo. Hä? Also, das Gebäude sagt mich jetzt nichts in meinen grauen Erinnerungen. Was haben wir hier drin? Ey, boah, so viele Sachen. Jetzt haben wir hier noch eine Festung einfach. Okay, eine Festung ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber das könnte man auch wieder gut zubauen irgendwie. Also hier so einfach so blub, 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 blub. Versuchen, dass man es zubauen kann. Dann kommt man da nicht rein. Ah, hier ein Ort, ein Ort. Welcher Ort ist es jetzt? Also es können eigentlich nur zwei Orte sein. Schauen wir mal. Ah, das sind schon Zombies. Cap, Dingsbums. Wunderbar. Das ist wirklich gut. Also haben wir uns nicht verlaufen. Das ist wunderbar. Dann sind wir genau da, wo ich rauskommen wollte. Wunderbar. Brauchen wir nicht. Nichts, nichts, nichts.
Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Oh Gott, sind das viele Zombies. Der Tunnel liegt auf ein bisschen umschauen. Okay, wir sind auf jeden Fall da. Dann sollte ja normal... Oh, fast wäre ich da an den Zombie reingelaufen. Also das sollte ja normalerweise, wenn wir jetzt hier sind... Sollte jetzt... Moment, da gehe ich mal kurz mit V. V? Ich finde die V-Taste nicht. So, so. Jetzt hier normalerweise direkt Nordwesten. Gut, dann sollte da in der Richtung gleich das mit die Militärbasis sein. Da laufe ich jetzt mal hin. Wir haben ja noch genug Wasser dabei. Alter, diese Äste. Manchmal kann man durchlaufen und manchmal einfach... Nee, ich bin Superast und ich kann... Und ich lasse niemanden durch. So schaue ich aus. Achso. Dann haben wir heute echt eine gute Strecke zurückgelegt. Dann können wir ja mal in der nächsten Folge, ich schätze mal wirklich, dass wir dann in der nächsten Folge dann spätestens bei der Militärbasis sind. Also bei der oberen, mittleren, nördlichen Basis. Also nicht die linke nördliche Basis, wo wir schon öfters mal waren. Eigentlich mittlere nördliche Basis. Da waren wir eigentlich noch... Eigentlich? Nee, da waren wir noch gar nicht. Nix eigentlich, da waren wir noch gar nicht. Da waren wir noch überhaupt nicht. Okay, früher vielleicht im DayZ-Mod war ich mal zuletzt da, aber... Puh! 10 Millionen Jahre her. Wirklich 10 Millionen Jahre her. Gefühlt. Ja. So. Yes. Wir gehen richtig. Wir gehen schon richtig. Aber im Wald werde ich immer so leicht paranoid, dass ich falsch gehe. Ah, passt schon. So circa. Oh, eieiei. DayZ kann man sich einfach so leicht verirren. Das ist krass. Das ist echt krass, wie leicht man sich in DayZ hier verirren kann. Da links. Gut. Wir sind ganz dicht da. Ich würde sagen, in der Folge gehen wir jetzt noch da diesen Ort da unsicher machen. Und dann weiter Richtung Nordwesten. Genau im Nordwesten liegt dann die Militärbasis. Da, okay, hier ist sogar ein Krankenhaus. Da können wir mal reinschauen. Vielleicht finden wir ein paar Sachen, die für uns nützlich sein könnten. Da steht ein Zombie. Ah, okay. Gibt es, glaube ich, auch ein bisschen Militärloot. Rohrkittel, P-Hose. Oh, da geht's wieder raus. Na, 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 na. Ich schaue hier jetzt nur ganz flüchtig nach einer neuen Jacke oder sowas. Weil wir haben eigentlich noch genug von den medizinischen Scheiß. Nee. Was war das? Oder Hose brauchen wir nicht. Nee, hat sich jetzt nicht gelohnt. Okay, gehen wir gleich wieder raus. Ah, hier. Kampfhose. Wunderbar. Wunderbar. Weil hier ist nämlich auch schon ein kleiner Außenposten abgenutzt. Aber ist besser, denke ich, als unsere. Was ist unsere? Demoliert. Könnte man reparieren, aber... Tu es jetzt mal schnell hier. Blub, 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 blub. Schnell, 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 schnell. Alles rüber. Krüger! Hä? Was? Was denn? Handschellenschlüssel. Hä, wo ist unsere Hand? Ah, da. Okay, der wird nicht mal angezeigt, der Handschellenschlüssel. Okay. So. Schön, da haben wir hier eine kleine Baracke. Handschutz. Sehr gut. Haha.
Gut, Munition für der Waffe haben wir. Für die Waffe haben wir jetzt genug. Abgenutzt. Moment. Gut. Haben wir noch mehr Munition. Das ist gut. Schön. Schön. Jetzt hier noch die Jacke. So. Schnell alles umschlichten mal. Ey. Wir müssen echt dann auch mal aussortieren. Fürchterlich. Wirklich fürchterlich. Schneller, schneller, schneller. Ah, schön. Da haben wir hier mal eine gescheite Jacke. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht abgeschossen werden. Alter, das hat sich mal richtig gelohnt hier. So. Hier Notarztjacke weg. Wupp. Und die hier an. Schön. Jetzt haben wir hier eine gleichwertige Jacke gefunden. Geil. Schön. Hier sind wirklich ein paar Militärgebäude. Feldweste. Aber das Ding ist, unsere ballistische Weste, na, die ist halt ruiniert. Die ist kaputt, die bietet keinen Schutz mehr. Das ist das Blöde. Die bietet keinen Schutz mehr. Taschenlampe brauchen wir nicht. Kampfhandschuhe, wir haben bessere, oder? Taktische Handschuhe haben wir. Nee, so einen Hut brauchen wir nicht. Ich hoffe mal, dass die keinen Schutz mehr geboten hat, aber normalerweise ruiniert heißt ruiniert. Oh, hier ist sogar noch ein Brunnen. Awesome. Kaputt, Junge. So, geh kaputt. Jetzt noch schnell hier. Auffüllen. Wenn jetzt einer kommt, dann sind wir halt tot. Schön kriechen, kriechen, kriechen. Bringen wir uns noch voll. So. Rein, 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 weil hier sind viele Zombies. Rein, Junge. Füllet auf! Hä? Was habe ich jetzt getan? Wie ist die jetzt? Hallo? Ich will hier die Flasche auffüllen. Was habe ich jetzt getan? Ich weiß es nicht. Können wir mitnehmen? So. Jetzt verduften wir mal. Huh, gut. Das ist ja richtig geil. Da haben wir jetzt nochmal richtig schöne Sachen gefunden. Wunderbar. Gut, dann gehe ich jetzt hier noch ein bisschen ins Gebüsch. Huh. Also, war munitionstechnisch sieht's geil aus. Slots unten haben wir jetzt auch mehr. Obwohl ich lieber eine ballistische Weste hätte, weil die uns vor Einschüssen wirklich schützt. Und das ist ja einfach nur eine Feldweste, die uns vor nichts schützt. Aber, naja, egal. Und ich denke, das war's dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge DayZ. Heute waren wir
ultra erfolgreich. Also das muss ich wirklich nicht betonen. Also wir haben wirklich gute Sachen gefunden und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.